zurück! Bleib, wo du bist! Ich komme jetzt runter! Lasst mich hier! Bringt euch in Sicherheit! Los! Vergiss es, Kumpel! Wir fliegen nicht ohne sie! Dreht ab! Ich kann dieses Ding töten! Nicht ohne meine Hilfe! Seid ihr verrückt? Dreht ab! Ja, klar. Wow, verdammt! Die schießen mit schweren Geschützen! Nomad, erledige die Geschütze! Da muss ein Schild sein. Wir müssen näher anzeigen. Nomad, ich sende jetzt ein Signal über Ihren Anzug. Beschossen. Ich komme nicht an das Ding an! Moment! Zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher rankommen! Bin dabei! Das ist kaputt. Und jetzt... Das ist ja kaputt. Moment, zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher rankommen. Meine Hütte. Wir sind aber auch von Kicks hier. Wow, verdammt! Die schießen mit schweren Geschützen! Nomad, erledige die Geschütze! Da muss ein Schild sein! Mann, kannst du mal eine Frage mal lassen, das ist einfach mal ätzend. Mann, ey, geht mir so auf den Keks, ihr scheiß Gegner. Ich glaube, es funktioniert. Boah, geht mir so auf den Sack. Nomad, halt uns vom Hals.
Dein Ernst? Mann, mir ist das auf den Keks, ey, die Kacke hier. Kontrollpunkt. So, jetzt bitte das letzte Teil noch. Ja, okay, ich fall durch den Boden, ist klar. Ey, das finde ich aber... Ey, das finde ich jetzt irgendwie unfair. Er fällt durch den Boden. Das finde ich ist ein Bug.
Das ist so unfair, warum fällt er dadurch? Das Wort keinen Sinn ergibt. Was soll denn das? Warum macht man sowas? So, da bin ich wieder. Ich habe ihn jetzt endlich mal besiegt. Das war's.
Japan ist eine Flotte hierher unterwegs. Sie müsste in einer Stunde hier sein. Na, dann gehe ich mal auf Kurs. Nein, wir wissen, wie man sie knacken kann. Wir müssen weiterkämpfen. Von wem? Du wirst es nicht glauben, Kumpel. Von Prophet. Er lebt? Und er scheint putzmunter zu sein. Orte seine Position. Wir kehren um. So, das war Crysis, das Remaster. Ich hab's geschafft und ja, persönlich, es hat für mich zu viele Bugs, die nicht gefixt wurden. Es hat einfach persönlich zu viele Fehler. Zum Beispiel, ich hab das schon im Original-Let's Play bemängelt, dass man beim Endboss einfach durch den Bogen gefallen ist. Was absolut ein Fehler ist. Es muss in so einem Spiel nicht sein. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Teil der schlechteste und verkaufteste ist, weil es einfach in meinen Augen zu viele Bugs, Fehler und sonstige Sachen mit noch drin sind. Das hat man halt eben nicht gefixt in meinen Augen. Finde ich äußerst schade. Und es macht ja die Reihe nicht ansatzweise schlecht oder so. Nur ich finde, solche Mängel kann man echt wirklich fixen. Ich verstehe nicht, warum die Entwickler das so gemacht haben, und es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, überhaupt nicht. Aber trotzdem, die Story-Umsetzung ist gut. Ich hatte deshalb das Replay gemacht, weil ja zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt hatte, ein Level ausgestrichen wurde. So, und der wurde ja hinzugefügt. Das war dieser Fluglevel, den habe ich euch gezeigt im Replay. Und deswegen denke ich, wenn das 12 Parts, das reicht. Vollkommen. Das ist für mich 2,5 Wochen Videos, das ist super. Bloß, das, was ich noch geschafft habe, ich bin, was das angeht, sehr stolz darauf. Aber auch sehr froh, dass ich den Teil gespielt habe. Erstmal, ja, wie soll es mit den Let's Plays weitergehen? Gucken wir mal. Vielleicht kann ich im Jahr 2023 endlich mal ein neues Game zocken. Vielleicht auch dieses Jahr, gucken wir mal. Könnte aber eine etwas längere Geschichte werden. Und ich schaue ganz genau, was es sein wird. Ich weiß es noch nicht. Ich werde jetzt nicht Teil 2 spielen und nicht Teil 3. Weil Teil 2 ist auch noch ebenfalls noch nicht so lange hier. Das habe ich vor einem Jahr gespielt. So wie Teil 3. Deswegen brauche ich die noch nicht machen. Der hier war wirklich mal nötig. Und persönlich ist es nicht der beste Teil. Da finde ich Teil 2 echt am besten. Einfacher, genialerer gelöst und hat interessantere Storystränge. Und der dritte Teil ist wirklich, finde ich, der zweitbeste Teil. Aber trotzdem, ja, was ich so sagen muss, persönlich, sind ja 11 Missionen, vorher waren es ja eigentlich 10. Da war das hier weg. Da ging es einfach nur darum, dass man als Nomad fliegt durch die von Seths befallenen Berge und muss die US-Station erreichen, auch um die Marines zu retten und sich mit dem Raptor-Team wieder zu vereinen. Habe ich ja erledigt. Ja, ich muss sagen, die ersten beiden Level habe ich auf Delta geschafft. Nur hier habe ich mich wirklich, ehrlich gesagt, schwierig getan, aber trotzdem hat Bock gemacht, mal wieder. Trotzdem, ich finde persönlich, würde ich es ehrlich gesagt eine 3 geben. Es hat zu viele Fehler, denn da habe ich dreimal eine technische Panne, wo ich mich auch so aufregen könnte am liebsten. Einmal zum Beispiel, da hat er einfach eine Sequenz nicht geladen, ist abgestürzt, dann, das allerbeste und das allerschärfste kommt ja noch. Da ist es auch mir sogar abgeschürzt, gerade eben beim Endboss. Ich wollte gerade dahin laufen, was ist auf einmal Tilt? Einfach ohne Grund. Wo ich nicht nachvollziehen kann, was man
mit diesem Spiel gemacht hat. Ich habe nämlich irgendwie den Eindruck, dass man es am Ende einfach zu kaputt verkauft. Das Spiel ist kaputt verkauft worden, das sieht man deutlich. Allein schon, es hat zu viele Grafikfehler. Und die Texturen, die hätte man tausendmal besser bearbeiten können. Alleine schon die Grafik. Also ganz ehrlich, auf dem PC damals, wo ich das gespielt habe, so, hat es irgendwie mehr Fun gemacht. Da hat es auch funktioniert. Aber hier auf der Konsole so, persönlich, ne. Nicht der beste Teil und auch vor allem die Umsetzung wirklich grottig. Kann man sagen, ihr habt es selbst gesehen, es ist dreimal sogar abgestürzt. Ich musste es dreimal neu starten. Einmal wirklich, wie ich gesagt habe, dann einmal in der Schiffsmission und beim Endbosskampf. Und vor allen Dingen, man ist eingefroren und dann fällst du durch den Boden. Was ist das denn? Ja, das ist einfach ein Bug, der hätte nicht sein müssen. Ja. Ansonsten, ich hoffe, dass euch das Projekt gefallen hat. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das wäre mir hilfreich. Bitte, es wäre sehr notwendig. Ich möchte mal in diesem Kanal wirklich weit, weit noch wachsen. Und in Zukunft definitiv damit noch weitermachen. Solange ich noch lebe. Was erwartet euch von dieser Reihe noch? Es wird der vierte Teil kommen, der noch, keine Ahnung, länger in Arbeit ist. Gebt mal bei YouTube ein Crysis 4 Trailer. Und da gibt es einen Trailer und den wurde schon auch bei Game One sogar veröffentlicht auf dem Kanal. Oder bei GameStar heißt das, glaube ich. Da ist es veröffentlicht worden, da gibt es sogar ein Video dazu. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts verpasst auf diesem Kanal. Danke fürs Zusehen bis hierhin, hat Spaß gemacht, Story top, aber das andere ist persönlich meine Meinung, ich habe es selber erlebt jetzt hier und ja, haut rein.